Ich wollte schon immer selbstständig sein, einfach aus dem Grund heraus, dass ich ein Studium hatte, viel Zeit in die ganze Ausbildung investiert habe und mich nicht vorstellen konnte, Vollzeit Mutter zu sein oder auch nur Halbzeit Mutter zu sein. Und aus diesem Grund dachte ich immer, dass selbstständig sein und Kinder großziehen am besten zueinander passen. Das ist dann doch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil das Mutterherz sehr stark schlägt. Aber es war im Nachhinein auch die richtige Entscheidung für mich. Ja, und ich wollte immer schon in der IT arbeiten und das hat sich halt so ergeben, dass das selbstständig am besten ist und wir haben es, glaube ich, nicht bereut. Nein, auf keinen Fall. Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, so wie wir heute arbeiten, bundesweit ist es eigentlich egal, wo wir sitzen. Und das Sauerland scheint ziemlich zentral zu sein, weil wir kommen ja zu jedem Kunden in 5 Stunden hin, ob das jetzt Hamburg ist, ob das Baden-Baden ist, München. Nur mit Rügen werden die 5 Stunden ein bisschen knapp. Und als wir damals uns entscheiden mussten, im schönen Reutlingen nach meinem Studium, wo gehen wir denn hin, hatten wir hier ja schon die Firma und unsere Eltern leben halt auch hier. Und Sauerland hat sich eigentlich als ganz gut erwiesen, oder? Ich finde das Sauerland total klasse, die Natur, wir haben Pferde, wir haben Hund, wir haben Katze, wir haben Kinder. Die Kinder konnten schon von klein auf an mit Geld los und Brötchen holen, da brauchte man keine Angst zu haben. Und wenn man kulturell was haben will, dann bietet die Region mehr als man denkt. Unter anderem spielen wir selber auf der Freilichtbühne in Heidelberg als Schauspieler, Laiendarsteller mit. Und wir hatten dieses Jahr ein Waldstück zusammen mit über 32.000 Besuchern. Das stimmt. Als wir heirateten und gleichzeitig die Firma gründeten, da haben uns alle prognostiziert, das geht nicht gut. Entweder scheitert die Firma oder unsere Ehe. Wir haben uns aber immer, finde ich, ganz gut ergänzt. Du hast den technischen Part übernommen, ich den kaufmännischen Part mehr, auch das Controlling, die Verhandlungen mit den Banken und all diese Geschichten. Das war auch sehr gut, dass ich nicht so viel im Kundenkontakt stand, als die Kinder klein waren. Und ich finde, wir sind ein super Team, wir sind Partner, wir ergänzen uns gegenseitig. Da kann ich eigentlich nichts mehr dazu fügen, weil bei uns klappt das sehr gut mit verheiratet und Firma. Wir haben ja auch was, worüber wir reden können, was ja auch immer gut ist, weil wir in den gleichen Bereichen tätig sind. Und das Verständnis ist da. Wenn dann mal wieder ein Termin, ein privater Termin platzt wegen der Firmengeschichte, dann ist das Verständnis füreinander da. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, denn in den 25 Jahren, wo es uns jetzt gibt, haben wir natürlich sehr viel gemacht und wir haben als Allrounder begonnen. Damals, 1991, kann ich mich noch erinnern, da gab es noch keine grafischen Systeme, zumindest nicht bei dem typischen PC-Benutzer, sondern da war alles noch DOS-basiert, so mit Zeichen. Und da haben wir uns um alles in den Firmen gekümmert. Das haben wir sehr lange gemacht. Wir haben auch zwischenzeitlich eine Internetagentur gehabt. Wir haben touristische Systeme programmiert und konnten sehr lange wirklich die Firmen ganzheitlich betreuen. Das geht heute nicht mehr, weil die IT ist ja so auseinander gedriftet. Jede Firma ist IT-abhängig, will ich mal sagen, und für jede Firma gibt es Speziallösungen, sodass wir uns 2007 spezialisiert haben auf die Microsoft Private Cloud. Heute gehen wir auch so ein bisschen in die Hybrid Cloud und sind da absolute Experten, wenn es um die Microsoft Private Cloud geht, Virtualisierung und so weiter. Und deswegen, heute sind wir spezialisiert, früher waren wir Allrounder und ich denke, wir werden uns weiter spezialisieren. Ich finde es auch wichtig, dass man als Experte wahrgenommen wird. Wir arbeiten da mit vielen anderen IT-Häusern zusammen. Das macht es uns auch möglich, hier zu leben und relativ eine überschaubare Firma zu haben, was uns beiden ganz gut behagt, weil wir dann doch einfach die Flexibilität haben wollen und nicht so ein riesen Unternehmen am Bein. Als wir 2007 die Firma nochmal auf ein anderes Thema konzentrierten, da fehlte uns auf einmal der Vertrieb. Den hat unser Partner immer gemacht und der hat sich aufs Internetmarketing spezialisiert. So, und jetzt standen wir dann da und haben erstmal versucht, aus uns Menschen, wir Techniker, wir sind Techniker, Community-Leute, Vertriebler zu machen. Das fiel uns unglaublich schwer. Das haben wir eigentlich nicht geschafft und dann kamen wir auf die geniale Idee, eigentlich finden wir es am tollsten, wenn die Kunden zu uns kommen und uns finden. Und das war dann der Grund, warum wir uns weitergebildet haben im Social Media, Internetmarketing 1.0, 2.0, inzwischen sind wir bei 3.0 oder wie auch immer man das bezeichnet. Und wir finden das ganz toll und denken, dass das auch der richtige Vertriebsweg für uns ist. Und ich habe einige Projekte mitbekommen, wo die Vertriebler Sachen verkauft haben, die dann die Technik, ich sag's mal, Schwierigkeiten hatte umzusetzen. Und bei uns ist es so,
da wir Techniker auch selber die Projekte beraten, müssen wir das dann auch umsetzen. Und das hat für den Kunden Vorteile, weil wir natürlich die Lösungen implementieren, die auch implementierbar sind und nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Das kostet uns sicherlich das eine oder andere Projekt, weil wir sagen, das geht so nicht. Sind. Genau. Aber die Projekte, die wir machen, sind dann auch umsetzbar und sind auch erfolgreich. Für uns ist Community ganz wichtig. Einerseits ist Community ja, dass Leute, die sich für ein gemeinsames Thema interessieren, sich zusammenschließen. Und wir haben eine ganz große Community, in der wir drin sind, die MVP-Community. Mhm. Microsoft Most Valuable Professional, genau, was wir nominiert. Beide sind momentan. Genau. Und wir haben noch einen weiteren MVP bei uns in der Firma. Das sind diese MVP-Community, hat halt den großen Vorteil, dass man mit gleichgesinnten Experten in bestimmten Gebieten weltweit zusammenkommt und sich austauscht. Und da haben wir ganz, ganz viele Freunde. Und wir geben ja auch auf unseren Blogs Informationen preis. Also wir gehen nicht vor und sagen, wir geben nach 80% erzählen wir und die letzten 20% halten wir für uns, sondern wir geben immer 100% der Lösung. Und das ist auch der Community-Gedanke, mit anderen Informationen teilen. Und ich fand das ganz klasse, als wir zum ersten Mal in die USA durften. Das ist nämlich so ein Event, dass die Produktgruppen die MVP-Leute weltweit einladen, nach Microsoft, nach Redmond. Und man bekommt einen Einblick in die Entwickler, in denen ihre Aufgaben, in die Herausforderungen, auch die Herausforderungen, vor denen sie steht. Man hat ein besseres Verständnis, was hinter den Produkten hintersteckt. Und manchmal darf man dann auch so tolle Sachen sehen, wie die Security-Geschichte mit dem Red Team und dem Blue Team. Das Tolle an der IT ist, dass sie sich permanent und ständig weiterentwickelt. Wir bleiben nie stehen, wir lernen immer dazu. Und diese Vision, die hinter der IT steckt, also dass man ein Teil dieser Zukunft ist, das ist auf der einen Seite furchtbar anstrengend, wenn man gerade so eine Phase hat, wo die Kinder noch klein sind und man gar nicht weiß vor lauter Aufgaben, wie man sich wenden muss. Wir haben nachts gelernt, wir haben morgens gelernt. Auf der anderen Seite wird es nie langweilig. Und ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jeden Tag in den Job reinzugehen, wo die Abläufe, die Prozesse gleich sind. Das haben wir auch gesehen, als wir vor 2 Jahren, glaube ich, auf der CeBIT von Microsoft gefragt wurden, ob wir mal präsentieren, wie sich so der IT-Pro im Wandel der Zeit hieß, glaube ich, der Vortrag. Und da haben wir uns mal hingesetzt und haben mal so geguckt, wie ist denn unser Werdegang, was hat sich denn so getan in den letzten 20 Jahren, die wir das machen, und das war sehr überraschend, also die Themen, mit denen wir begonnen haben, wie die sich nach heute entwickelt haben. Und auf die Frage, ja, was machst du denn in 3 oder 5 Jahren, das weiß ich nicht. Wir werden spannende Themen machen, wir werden Themen bedienen, die unsere Kunden interessieren, wo wir einen Markt sehen, wo wir eine Chance für unsere Kunden sehen, und das bleibt einfach spannend, weil es sich dauernd ändert. Man muss natürlich dann aber auch sehr flexibel bleiben und auch am Ball bleiben. Was ich noch hinzufügen möchte, ich finde es ein tolles Berufsfeld für junge Leute. Es ist sehr kreativ, das denken viele nicht. Also da gibt es ganz viele kreative Parts in der IT. Man arbeitet visionär. Und ich glaube, auch wenn ich mich damit unheimlich schwer tue, man braucht eben eine akademische Ausbildung hilft einem oft nicht weiter. Man muss diese Lernbereitschaft haben und man kann jederzeit neu einsteigen. Das dürfen wir uns sagen, weil wir sind beide Akademiker. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir 2 ganz unterschiedliche T-Shirts an. Ich habe hier die Cloud and Data Center Conference Germany mit unserem Logo. Du hast was, da sprechen wir gleich drüber. Warum dieses T-Shirt? Nun, ich wollte immer eine Konferenz machen und Kerstin hat mitgezogen und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal eine große Konferenz veranstaltet. Wir waren 350 Personen. Wen das interessiert, der findet unter www.cdc-germany.de die Konferenz. 25 Fachvorträge an einem Tag, über 30 Vorträge insgesamt. Wir hatten Größen von Microsoft Redmond da, für mich Mr. Hyper-V, Ben Armstrong war da, hat Vorträge gehalten. Also es war was ganz Tolles und wir haben so super Feedback von den Leuten bekommen. Ich glaube, die Konferenzbewertung überall 8,2 auf einer Skala von 1 bis 9 unerreicht, sodass wir die Konferenz nächstes Jahr wieder machen werden. Also freut euch drauf, im April nächsten Jahres gibt es die Konferenz wieder und wir sind gerade schon in den ersten Phasen, wie das so ist. Deswegen habe ich dieses T-Shirt an. Du hast Licht und Dunkelheit und das ist jetzt irgendwie gar kein IT-Thema, oder? In gewisser Weise schon. Also ich habe mir auch so ein bisschen einen Traum erfüllt.
Ich habe zur Entspannung immer geschrieben, um mich einfach abzulenken, weil ich sonst ein Mensch bin, wo ständig was im Kopf losgeht. Und ja, und du hast mir eigentlich den Mut gemacht zu sagen, hey, warum schickst du die Bücher an den Verlag? Warum gehst du nicht hin? Nutz dein ganzes IT-Know-how und bist eine selbstständige Autorin. Selbstpublizierende Autorin. Selbstständige Autorin sozusagen, genau. Und das habe ich tatsächlich dann auch gewagt. Und ja, seit 2011 ist das erste Buch erschienen. Inzwischen kommt jetzt in Kürze das 9. Buchband heraus. Und es macht mir weiterhin unglaublich viel Spaß. Und ich weiß manchmal gar nicht, was ich machen soll, ob ich mehr unsere Firma betreue oder das Schreiben mache. Ich versuche das so als Hybrid zu gestalten. Und kann halt für beide Seiten auch viel profitieren, weil ich ja wieder das Marketing übernommen habe, das Social Media, was mir sehr viel Spaß macht. Und das kann ich letztendlich für beide Tätigkeiten nutzen. So, und jetzt Licht und Dunkelheit ist ja nicht dein erstes Buch. Nein. Dreh dich mal um. Das ist eine Tetralogie, Hilfe. Ein Fantasy-Liebesroman. Der dritte Band erscheint jetzt. Also Vivien kommt jetzt, die beiden sind bereits verfügbar und du schreibst gerade an dem vierten. Bin da in der Endphase. Also wer mal was lesen möchte, was Schönes, Spannendes, wer auf Romantik steht, am Ende die heile Welt, der hat, ist da genau richtig. Und du hast ja auch ein klasse Angebot, du hast einen Einstiegsroman. Ein Kurzroman, den ich geschrieben habe als Spin-off von meinem im Netz der NSA, wo es um IT ging und Security-Geschichten, was mich ja tief beschäftigt hat in der Public Cloud, wo ich MVP bin. Und daraus habe ich ein Spin-off geschrieben, Sam und Emily. Und Sonate im Glück. Also einfach mal nach Sonate ins Glück googeln und den könnt ihr kostenlos runterladen. Und das ist jetzt kein schlechter Roman, ist komplett durchs Lektorat gegangen. Ja, ja. Er hat 14, glaube ich, 5-Sterne-Bewertungen mittlerweile bei Amazon. Eine 4-Sterne und 13 5-Sterne. Nein, andersrum, es sind 15 Bewertungen, 1 4-Sterne, 14 5-Sterne. Also durchaus was zu lesen. Guckt euch das mal an.